Hallo liebe Waage, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Winter 2021-22 bei dir aussehen wird. Dieses Video ist für Dezember 2021 und Januar, Februar 2022, okay? Ich weiß, dass der Ton schlecht ist. Ich höre es schon, bevor ich es online stelle. Ich höre es auch jetzt, während ich rede. Der Ton ist schlecht. Ich weiß, ich bin umgezogen und es befindet sich alles noch im Aufbau hier. Die Unterlage hier ist auch nicht sehr ideal, befindet sich alles noch im Aufbau und im Versand und all das. Okay, aber ich bin da dran, warte auf ein paar Lieferungen, wird sich dann noch bessern. Okay, vergiss nicht, immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen anzuschauen bei diesen Legungen, okay? Also, schauen wir mal. Waage, ich nehme intuitiv eine Ruhestörung auf. Ruhestörung. Nicht im Sinne von vorher war Frieden und jetzt hast du Krieg, sondern mehr im Sinne von, dass deine Routine ein bisschen wie aufgewirbelt wird. Wenn ich jetzt an Ruhe zum Beispiel denke, jetzt von mir aus gesehen, ich muss ja die Message euch erklären, von mir aus gesehen bedeutet Ruhe, wenn ich meine Routinen ohne Unterbrüche und ohne Störungen verfolgen kann. Das ist für mich ist das Ruhe. Wenn ich weiß, was war, was ist, was kommen wird, das ist für mich Ruhe. Und ich glaube, dass deine Routinen ein bisschen wie aufgewirbelt werden, da verändert sich was. Und deine alten Routinen verändern sich oder verschwinden sogar ganz, Waage. Und du hast auch nichts dagegen, Königin der Stäbe, du willst das auch so. Okay. Du hast da ein Ziel für nächstes Jahr und hierfür bist du bereit dazu, deine bestehende Routine, deine bestehende Ruhe zu stören, zu unterbrechen, aufzuwirbeln. Okay, eine Karte bitte für Waage im Winter 2021-22. Status quo. Status quo. Mit 9 der Münzen steht man auf eigenen Füßen, es geht einem gut, man hat einen guten Plan für die nächste Zeit, ist alles stabil, alles ziemlich klar, es geht einem gut. Okay? Ist kein Auf und Ab oder ähnliches, es geht einem gut, ist alles stabil, alles so wie erreicht, also erreicht im Sinne von, man hat die Stabilität, die man sich gewünscht hat, okay, alles ruhig, alles gut. Okay. Ach, der Schwerter. Aber auch in Bezug auf ein Thema, Waage, siehst du nicht vorwärts momentan. Also wenn man jetzt so deinen Alltag anschaut, deine Routinen anschaut, da ist alles ruhig, alles gut. Sieht von außen sehr friedlich aus, aber in dir drin gibt es ein Thema, wo du nicht vorwärts siehst. 2 der Schwerter hier, verbundene Augen hier, 8 Schwerter hier, Gedankengefängnis sozusagen, wo du nicht vorwärts siehst und in eine Analyseparalyse geraten bist. Und es kommt mir ein bisschen vor, wie wenn du nun bereit dazu bist, das hier, diese Ruhe, diese Routine, diese Stabilität aufzugeben, um hier endlich Klarheit zu haben. Sehr stressig im Kopf hier, ja. Das sind mit 8 und 2 würde dann mit 10 dann dieser Stress ein Ende haben, wenn du da etwas beenden würdest. Und es ist halt so, wenn du in Gedanken, Schwerter stehen für Gedanken, wenn du in deinem Kopf da einen Knoten gelöst hast, wenn du da bei etwas um Klarheit gewonnen hast, dann passt sich auch dein Leben dem an. Dir mag deine jetzige Wohnung gefallen, aber es stresst dich ein bisschen nicht zu wissen, was die Nachbarn zahlen für die gleiche Wohnung.
Sobald du es dann weißt, okay, dann hast du diese Analyseparalyse nicht mehr, aber es wird etwas in Gang setzen bei dir in Bezug auf deine Wohnung zum Beispiel. Sobald du weißt, dass du mehr bezahlst zum Beispiel als andere. Oder wenn es hier um die Liebe geht, du hast es dir sozusagen hier in deiner Ruhe, in deiner Routine, bei deinen Verantwortungen und so bequem gemacht, weil das hier dir zu stressig war, diese Klarheit zu finden in Bezug auf die Liebe. Das war dir zu stressig. König der Stäbe. Jungfrau, Entschuldigung, Waage. Ich habe gerade vorhin Jungfrau gemacht und das hat mich auch an Jungfrau erinnert. Das ist Jungfrau Kathi hier. Waage. Du machst jemanden durch dein Verhalten noch neugieriger wie zuvor. Ich sehe diesen Menschen sehr auf diese Version von dir fokussiert. Mit wem auch immer du es zu tun hast, dieser Mensch sieht nicht, was da für ein Stress in deinem Kopf momentan herrscht, weil zwischen euch beiden momentan Unklarheiten sind. Dieser Mensch sieht vor allem, wie gut es dir geht, ohne ihn, ohne sie. Lasst euch nicht vom Geschlecht hier ablenken oder irritieren. Das sind nur Energien. Es kann ein Er oder ein Sie sein. Eine Sie sein. Weiter. Ab, ist wieder rein. Sieben der Münzen, schau. Das Einzige, was dein Gegenüber sieht, ist, dass es zwischen euch beiden nicht vorwärts geht, dass du nichts von deinen Routinen abgibst, von deinen Ressourcen abgibst, um hier mit diesem Menschen einen Zusammenschluss zu haben. Das ist das Einzige, was dieser Mensch sieht. Und es juckt diesen Menschen umso mehr, je besser es dir hier so geht mit deinen bisherigen Lebensabläufen, alltäglichen Abläufen. Weil ich sehe dich hier deinem Job nachgehen, deiner Freizeit nachgehen, auf dich schauen. Du stehst da mit beiden Füßen, stehst du da auf dem Boden und dieser Mensch fragt sich so, ja, hat denn Waage gar keine Wünsche in Bezug auf einen gemeinsamen Alltag, auf gemeinsame Routinen, auf eine gemeinsame Stabilität. Was in deinem Kopf vor sich geht, weiß dieser Mensch nicht. König der Kelche, Sechs der Stäbe. Sehr ähnliche Energien momentan. Wer auch immer zwischen euch beiden die männliche Energie darstellt, ist in den meisten Fällen ein Mann. Wenn man mit männlichen Genitalien weibliche Energien hat, dann weiß man das. Wenn man mit weiblichen Energien sagt, nee, ich bin eher männliche Energie, dann weiß man das auch. Glaub mir. Grundsätzlich sind meistens mit männlichen Energien männliche Wesen mit männlichen Genitalien gemeint, okay? Jene, die sich als Mann definieren. Jemand, der sich als Frau definiert, würde als Königin hier erscheinen. Also, das geht jetzt vor allem an die weiblichen Zuschauerinnen. Jene, die sich als weibliche Zuschauerinnen betrachten, hier wird das Gegenüber seinem Herzen folgen, der Stimme seines Herzens folgen, hat sich immer wieder gezeigt in den Legungen, dass die männlichen Energien jetzt ihren Herzen folgen und hier eine Eroberungsaktion starten, um hier endlich Transparenz zu bekommen über die Situation zwischen euch beiden. Okay? Das hier wird schon bald gelöst werden hier mit diesen Acht der Stäbe. Also das ist eine positive Aufbauschung, die du hier erleben wirst. Deine momentane Ruhe, Waage, hast du vor allem durch deine Routinen, dein Alltag, deine Stabilität, deine Verantwortung, deinen Job und deine Freizeit, die du für dich selbst hast. In Bezug auf dein Gegenüber herrscht hier sehr viel Unklarheit bei dir, aber du lässt das so ein bisschen wie außen vor. Dein Gegenüber macht das wiederum nervös. Dein Gegenüber sieht hier nur, Entschuldigung, dass ich wieder Jungfrau sage,
Das ist die Jungfraukarte. Deswegen, Waage kommt so klar ohne mich, dass, oder es scheint mir, als ob Waage überhaupt keine Anstalten dazu macht, hier irgendwie mit mir zusammen etwas zu kreieren. Hier dazwischen haben wir zwei der Münzen. Zwei der Münzen ist diese nervöse Karte, wo man mit zwei Münzen hin und her jongliert und versucht, sich der neuen Situation anzupassen. Die fehlt. Du, dir geht es besser wie eh und je, oder? Nach außen. Aber das sieht dieser Mensch nicht. Das macht diesen Menschen nervös. Dieser Mensch wird dann hier sein, ihrem Herzen folgen. In den meisten Fällen ein Er hier, um hier endlich Klarheit über diesen Stillstand zu haben. Um hier Transparenz zu schaffen. Mit sechs der Stäben kommt dieser Mensch dich erobern, Waage. Mach dich drauf gefasst. Ich werde hier mit diesen Karten zwei weitere reinlegen. Dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werden dich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die keinen Kontakt haben, werde ich diese Karten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye bye!